was die dritte Generation der Maui 11 zu bieten hat, welche Anschlussmöglichkeiten es gibt, für wen diese Säulen-PA geeignet ist, genau das schauen wir uns an in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen heute zusammen die Maui 11 in der Generation 3. Ihr seht sie schon hier neben mir auf dem Tisch und wir werden uns in diesem Video ein bisschen anschauen, wie natürlich der Lieferumfang der Maui 11 G3 aussieht, welche Einstellmöglichkeiten ich habe, wie man sie aufbaut und natürlich gibt es einen kleinen Höreindruck von mir und ich werde mal so ein bisschen mein erstes Fazit zu dieser Anlage liefern und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den Fakten. Schauen wir uns einmal die Fakten der Maui 11 G3 an. Das System verfügt über 1460 Watt Peak mit einer RMS-Leistung von 730 Watt. Ein Abstellwinkel haben wir hier bei der Anlage horizontal von 120 Grad und vertikal von 30 Grad, sodass ich mich auch gut im Raum bewegen kann und immer ein sehr gutes Klang- und Hörverhältnis habe. Im Inneren der Maui 11 G3 arbeiten 2x1 Zoll Treater Waveguides. Im Mittelton haben wir 6x3,5 Zoll Midwoofer und im Bassbereich 2x8 Zoll Subwoofer. Wenn ich Musik abspielen möchte, kann ich das entweder über Kabel machen, das heißt, ich kann hier über einen Line-Input meine Medien entsprechend in die Anlage reingehen und abspielen lassen, oder ich kann das Ganze drahtlos steuern und einfach über mein Handy eine Bluetooth-Verbindung mit der Maui 11 G3 herstellen und darüber meine Musik abspielen und dann letztendlich auch schon Party machen. Nachdem ihr jetzt einen groben Überblick über die Leistungsdaten der Maui 11 G3 bekommen habt, noch ein Hinweis, wenn ihr weitere Informationen zu der Anlage haben wollt, schaut auch gerne auf der LD Systems Webseite vorbei. Den Link zur Maui 11 G3 habe ich euch natürlich unten entsprechend unter das Video in die Videobeschreibung eingefügt, sodass ihr da natürlich auch weitere Informationen bekommt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal direkt rein mit dem Lieferumfang. Schauen wir uns jetzt mal den Lieferumfang der Maui 11 G3 an und was soll ich sagen, er steht quasi hier schon auf dem Tisch. Wir haben einmal hier auf der rechten Seite unseren Subwoofer, der natürlich auch die Kontrolleinheit des ganzen PA-Systems hat. Und wir haben auf der linken Seite dann einmal die zwei Top-Teile, die ich quasi oben in den Subwoofer reinstecken werde. Das werden wir uns natürlich auch nochmal später im Verlauf des Videos anschauen. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Strom. Deswegen ist natürlich auch noch ein Stromkabel dabei, ein Kaltgerätestecker, wo ich sagen muss, da hätte ich mir gewünscht eigentlich, dass wir hier auch wenigstens Powercon gehabt hätten. Weil man kennt es ja schon, Kaltgerätestecker, die können halt auch schnell mal rausgehen oder rausrutschen, sodass natürlich das auch nicht so gut ist, wenn dann auf einer Veranstaltung auf einmal die rechte oder linke Seite aus ist, weil es da auf einmal irgendwelche Probleme mit dem Kaltgerätestecker gibt. Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, optionales Zubehör dazu zu bestellen. Das heißt, ihr könnt euch natürlich Taschen dazu bestellen. Das heißt, einmal eine Tasche für den Subwoofer und eine Tasche für die beiden Top-Teile, wo ihr dann beide Top-Teile reinbekommt. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll, wenn ihr natürlich viel unterwegs seid, da entsprechende Taschen zu haben, um natürlich das Ganze auch nicht zu verschrammen und da auch nicht irgendwelche Transportschäden reinzubekommen. Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit, für den Subwoofer noch ein Rollbrett optional dazu zu bestellen, sodass ihr den Subwoofer auch einfach transportieren könnt. Damit ihr auch wisst, wie man die Maui 11 G3 aufbaut, machen wir jetzt mal natürlich den Praxistest hier bei uns im Studio. Ich habe hier einmal den Subwoofer, den hebe ich einmal hier so ein bisschen hoch und das Coole ist, wir haben hier auf der Oberseite einen Griff, sodass ich ihn auch wunderbar hochheben kann. Vom Gewicht her würde ich jetzt so ein bisschen schätzen, ist es ungefähr ein bisschen mehr als eine Bierkiste, kann man auch wirklich sehr gut hochheben. Mir persönlich fehlt allerdings an der Seite hier noch so zwei Griffe, weil wenn ich diesen Subwoofer irgendwo in den Kofferraum reinheben will, hätte ich mir gewünscht, wenn man hier noch was hätte. Das wäre natürlich nice to have und ist auch nur meine persönliche Meinung. So, zum Aufbau ist es so, wir haben hier auf der Oberseite entsprechend eine Einkerbung für die Top-Teile. Das heißt, ich habe hier vier Löcher und einen Connector. Und auf der Unterseite der Top-Teile sind so vier Stifte und ein Connector, der natürlich dann entsprechend die Verbindung herstellt. Und das Einfache ist jetzt einfach, ich klicke das Ganze hier einfach nur rein, also packe das in die Löcher, drücke das einmal runter. Und dann ist das entsprechend verbunden. Das gleiche mache ich natürlich auch mit dem zweiten Top-Teil. Das kommt hier einfach oben drauf, auch wieder in die Löcher rein. Und dann klicke ich das einfach so drauf, kann das Ganze werkzeuglos aufbauen. Und das ist eigentlich letztendlich das Ganze, wie man die Maui 11 G3 aufbaut und wie man sie abbaut. Das Ganze retour, das heißt, ich nehme die einfach raus. Wir haben hier in der Mitte übrigens auch noch so, ich sag mal, so Löcher, so ein bisschen Luft, wo natürlich dann auch das einfache Abnehmen funktioniert. Das klappt auch bei dem oberen Top-Teil sehr gut. Bei dem unteren Top-Teil muss man ein bisschen wackeln, aber da kriegt man es auch entsprechend einfach rausgeschoben. Ja, und dann hat man die Maui 11 G3 ganz einfach wieder abgebaut. Auf den ersten Blick sieht die Rückseite der Maui 11 G3 sehr aufgeräumt und übersichtlich aus. Das führt natürlich dann dazu, dass man sich ohne große Einarbeitung schnell
auf der Rückseite zurechtfindet. Und wir haben hier in der Oberseite zwei Drehregler. Wenn ich diese drehe, dann habe ich quasi das haptische Feedback, dass sie so einrasten, sodass ich es wirklich sehr fein einstellen kann. Und hier kann ich einmal die Main-Lautstärke oder die Main-Intensität einstellen und einmal die Lautstärke des Subwoofers. Das heißt, ich kann hier auch entsprechend über, keine Ahnung, 12 Uhr Stellung, 3 Uhr Stellung, das entsprechend einrasten. Und das ist auch vom haptischen Feedback eine solide Sache. Dann haben wir hier im unteren linken Bereich zwei XLR-Kombi-Buchsen. Das heißt, ich kann sowohl mit 6,3 Klinke als auch mit XLR reingehen. Und wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel ein Signal draufstecke und einfach mal hier ein Signal draufgebe über mein XLR, dann sehen wir, zeigt er uns hier in der Mitte an, das Signal leuchtet. Das heißt, die Anlage hat entsprechendes Signal und kann diese dann entsprechend abspielen. Rechts daneben haben wir nochmal ein XLR Through. Das heißt, wenn ich ein zweites PA-Säulensystem, also eine zweite MAUI 11G3 anschließen möchte, gehe ich hier einfach raus, gehe in die andere MAUI 11G3 rein und habe natürlich dann hier mein Stereo-Set. Ganz rechts haben wir noch den Sub-Out. Das heißt, hier kann ich, wenn ich noch ein bisschen mehr Bass haben will, noch einen weiteren Subwoofer anschließen. Und das führt dazu, dass der Tiefton eine Erhöhung um plus 6 dB hat. Und hier ist es so, dass der weitere Subwoofer dann als Follower-Subwoofer eingesetzt wird. Oder ich kann das Ganze auch hier in einem Kardioiden-System einstellen. Das heißt, ich habe hier einen Button, den ich drücken kann, wo dann steht Kardioid Off-On. Dann sehen wir ja hier auch, haben wir ja hier einmal die Bezeichnung. Das heißt, wenn ich dieses Kardioid Off mache, dann ist es einfach ein Follower-Subwoofer und wenn ich hier Kardioid On mache, dann kann ich den entsprechend umdrehen und das entsprechend konfigurieren. Dann haben wir hier noch den Bluetooth-Drücker oder den Bluetooth-Button. Den kann ich halt einmal drücken und dann kann ich hier mein Smartphone wie mit einer normalen Bluetooth-Box linken und darüber entsprechend Musik abspielen. Da wir die MAUI 11G3 jetzt hier aufgebaut haben, konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, diese jetzt auch mal Probe zu hören. Und mein erster Eindruck von dem System, muss ich sagen, wow, da hat LD Systems auf jeden Fall ein Brett geliefert. Und ich, der quasi eigentlich überhaupt nicht tonaffin ist, muss auch sagen, ich finde die Höhen kristallklar, der Bass ist richtig gut, der Abstrahlwinkel ist super. Also es gibt, glaube ich, wenig, was man da irgendwie anmeckern kann. Und vielleicht habt ihr auch das Video von Nico schon gesehen zum MAUI 28. Also ich glaube, da kann ich ihm auf jeden Fall nur zustimmen, dass da LD Systems ein sehr, sehr gutes Produkt hier geliefert hat, sei es die MAUI 28 oder die MAUI 11. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, dann zeigt doch jetzt mal, wie sie es anhört. Das ist natürlich über YouTube ein bisschen schwierig, weil ihr natürlich immer andere Wiedergabegeräte habt. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr die MAUI 11 hören wollt, geht am besten zum Händler eures Vertrauens oder kommt einfach zur nächsten Messe, wo LD Systems mit dabei ist und macht mal ein Probehören. Also ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, hört euch das ganze System mal an und ich muss sagen, ich auch als Lichtler bin von dem System sehr überzeugt. Nachdem ihr jetzt einen Überblick bekommen habt, wie die MAUI 11G3 so funktioniert, wie man sie aufbaut etc. etc., kommen wir jetzt mal abschließend so ein bisschen zu meinem persönlichen Fazit und natürlich auch, für wen ist denn diese MAUI 11G3 geeignet. Ich persönlich sehe die MAUI 11G3 ganz klar bei den mobilen DJs und auch beim Alleinunterhalter, die wirklich ein Plug-and-Play-System haben wollen, wo sie wirklich kurze Aufbauzeiten haben und direkt loslegen können und auch nicht groß irgendwelche Einstellungen verändern wollen, sondern wirklich einfach damit loslegen können. Des Weiteren sehe ich auch eine Zielgruppe zum Beispiel auch bei vielleicht Rentalfirmen, die entsprechend hier ihr System an Kunden vermieten wollen, die wirklich nicht so viel Ahnung von, ich sag mal, Tontechnik haben, wo sie einfach eine vernünftige und eine solide Anlage haben wollen, weil man auch da sagen muss, vielleicht hat der ein oder andere Anwender auch gar keine Ahnung und verstellt irgendwas und dann hat man natürlich ein schlechtes Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist hier so, dass man immer ein gutes Ergebnis hat. Und das muss ich sagen, das hat auf jeden Fall LD Systems sehr gut gemacht. Die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, auch in puncto Verarbeitungsqualität. Wenn man sich das System mal anschaut, das ist wirklich sehr robust gebaut. Die Oberfläche fühlt sich sehr gut an. Auch hier vorne die Optik der Top-Teile finde ich sehr schick und ist, glaube ich, auch am Design der MAUI 44 angelehnt. Und von daher hat man da wirklich ein sehr gutes Komplettpaket und kann natürlich Plug-and-Play-mäßig direkt loslegen. Jetzt möchte ich von euch abschließend wissen, habt ihr die MAUI 11G3 selbst schon mal gehört? Wie ist euer Eindruck dazu? Habt ihr Fragen zur MAUI 11G3? Dann schreibt gerne einen Kommentar unter dieses Video. Des Weiteren würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt, unseren Kanal abonniert und natürlich auch die Glocke läutet. Und bevor ihr jetzt ausschaltet, wir haben auch noch sowas wie Newsletter. Also den Stage 223 Newsletter könnt ihr auch gerne jederzeit auf unserer Webseite abonnieren und da kriegt ihr monatlich immer die aktuellsten News rund um die Veranstaltungstechnik. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.